Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Shoki Banoki Daily, deine tägliche Portion Angeberwissen. Neben mir sitzt der Sascha und ich bin der Marc. Ja. Und wir haben heute wieder ein Geburtstagskind am 3. Dezember. Das Geburtstagskind ist Adam Malich. Kennst du? Das ist auch ein Skispringer, ne? Ja, so ein ganz hübscher. Ja, Adam Malich ist ein ganz bekannter polnischer Skispringer, hat vierfacher Skisprung-Weltcup-Gewinner. Hammer. 2001 bis 2003 durchweg und 2007. Und dreifacher Skisprung-Weltmeister. 2001, 2003 und 2007. Und erfolgreichster Skispringer Polens. Ja, das stimmt bisher alles. Siehst du? Ja, genau. Und am 3. Dezember ist noch was passiert? Ja, da ist auch noch was passiert. Am 3. Dezember 1973... Nach einer Reise von 9 Monaten erreicht die Raumsonde Pioneer 10 den Planeten Jupiter. Da haben wir auch ein Bild für. Guck mal, so sah die aus. Ja. So ähnlich auf jeden Fall. So ist sie, das ist sie. Bis zum Jupiter, ja. Das war am 3. Dezember. Das war am 3. Dezember. In welchem Jahr? 1973. 1973 ist das passiert. Also schon ganz schön lange her, ne? Ja, da war ich ein Jahr alt. Ich war noch gar nicht da. Du warst noch gar nicht da. Nee, das waren noch schöne Zeiten. Schöne Zeiten, ja. Kann ich bestätigen. Am 3. Dezember 1591 haben sich 101 Bierbrauer zusammengeschlossen in Hamburg und haben die Feuergilde, die sogenannte, gegründet. Mhm. Ja, und der Marc, der ist ja so ein Biertrinker. Sind wir auf Sendung? Natürlich. Achso, wir sind immer noch auf Sendung. Ja, und am 3. Dezember war noch eine Sache. Die wolltest du erzählen? Moment mal kurz. Ja, wir sind Ja, genau. 1818 wurde Illinois Mitgliedstaat der USA. Ja, 1818 war das? 1818, Illinois? Ja. Hauptstadt von, was ist die Hauptstadt von? Von Illinois. Von Illinois? Lass mich kurz überlegen. Springfield wahrscheinlich. Springfield oder Chicago? Ich würde jetzt auf Springfield tippen. Chicago ist auch dabei, aber Springfield... Ah, Springfield ist hier rot angemerkt. Also ja. Ich hätte Chicago gesagt. Es könnte aber auch sein, dass das heißt, you are here. Ja, genau. Ja, ich weiß es also, nicht. Wenn ihr wisst, was die Hauptstadt von Illinois ist, dann schreibt es in die Kommentare rein. Der Erste, der es reinschreibt, bekommt von mir ein Buch. Gib mal ein Buch. Gib mal da vorne ein Buch. Nehmen wir mal Kreisliga. Kreisliga-Legende. Ein großartiges Buch. Ich habe es verschlungen, Buch, wirklich. Kreisliga-Legende habe ich geschrieben. Das schenke ich dem Ersten. Der in die Kommentare rein. Das ist übrigens auch, zeig's nochmal gerade bitte, das ist übrigens auch was für Leute, also ich bin ja kein Fußballfan bekennend, ja, aber ich habe es trotzdem auch gelesen und ich muss sagen, es ist auch für Fußball, für Leute, die keine Fußballfans sind, absolut interessant mal reinzuschnuppern, was in der Kreisliga so abgeht. Und ich kann euch sagen, uiuiui. Naja, jetzt hör auf mit Werbung. So, auf jeden Fall, der Erste, der in den Kommentar reinschreibt, mit dem richtigen, mit der richtigen Hauptstadt von Illinois, der kriegt dieses Buch geschenkt. So. Jetzt haben wir noch einen rausgehauen. Ich drück euch die Daumen. Also, bis morgen. Cheerio, Miss Sophie. Macht's gut.